Marathon Plus, wissen wir ja, ist ein Antiplattreifen. Was ist mit Abstand die häufigste Plattfußursache, wenn man den Marathon Plus drauf hat? Also es sind sehr viele Leute, die bauen sich den drauf, weil die nie wieder einen Plattfuß haben wollen. Was machen die? Kontrollieren niemals die Luft und es zerreibt einfach. Der Schlauch da drin, der wird richtig mürbe dabei. Der löst sich regelrecht in einzelne Gummiflocken auf. Ja. Der nächste Schritt dabei ist natürlich, dass der Reifen es ja auch, er walkt ja in einer Form, wofür er ja gar nicht ausgelegt ist. Also Walken ist einfach diese Bewegung da drinne. Ein bisschen was können denn die Reifen, je nachdem, ein Rennradreifen kann nicht so viel walken, ist nicht dafür so ausgelegt als ein Mountainbike-Reifen etc. Aber es ist einfach zu viel Bewegung drin und das macht eben auch den Reifen kaputt. Und dann gibt es auch noch die ganz schlimmen Fälle, dass ja nichts mehr federn kann, dann kommt ein Bordstein oder auch ein Randstein oder irgendwas, kann auch normaler Stein sein, der auf dem Boden rumliegt, ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf, wenn man es dann überhaupt drauf kriegt, ne, bei den Plattenreifen, dann kann es auf jeden Fall die Felge dabei auch zerhauen. Und dann wird es halt auch schon richtig teuer. Aber ich finde auch, alleine neuer Reifen, neuer Neue Schlauch Reifen, ist ja. schon teuer genug. Wenn wir das Beispiel vom Marathon Plus nochmal aufgreifen, da sind wir bei 40 Euro VK oder wenn nicht sogar mittlerweile schon mehr, Mehr. dann ist das nicht gerade günstig. Und das hätte man sich dann sparen können. Nur durch ein bisschen mehr Luft.